Ja, mein Name ist Jutta Vogel, das ist zugegeben noch kein Alleinstellungsmerkmal. Es soll über 30.000 Menschen in Deutschland geben, die Vogel heißen. Ganz anders ist es da mit meinem Wohnort Bühlegurobühlen. Den gibt es nur einmal und da habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Seit 2000 wohne ich in diesem Spreewalddorf. Ich bin verheiratet, wir haben 4 erwachsene Kinder, 5 Enkelkinder. Fast 40 Jahre habe ich als Lehrerin für Mathematik und Physik gearbeitet, 16 Jahre in der Schulleitung, 10 Jahre in der Lehrerfortbildung. Gesellschaftlich, ja, das sagt noch nichts, was ich da gemacht habe, ja. Gesellschaftlich bin ich eigentlich schon immer aktiv. Seit 2003 war ich 10 Jahre lang für die Linke Gemeindevertreterin in meinem Wohnort. 2014 bin ich dort zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin gewählt worden. 6 Jahre lang war ich im Kreisvorstand in Dahme-Spreewald tätig, 2 Jahre davon als Kreisvorsitzende. Und wenn ich von Aktivität spreche, dann meine ich das auch. Für mich heißt politisch aktiv sein, auch bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Es ist also nicht die große Politik in Anführungsstrichen, wo ich unterwegs war, aber in allen Bereichen habe ich gelernt, dass es wichtig ist, auf die Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören, ihre Probleme ernst zu nehmen und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir alle brauchen den Austausch, habe ich in meiner schriftlichen Bewerbung schon geschrieben, und wir müssen vor allen Dingen lernen zu streiten, ohne einander zu verletzen. Und wir müssen konkret werden in dem, was wir an sozialer Gerechtigkeit mit den Menschen erreichen wollen und was wir erreichen können. Und ich finde, wie meine Vorrednerin schon sagte, dass die lokale Ebene dafür eine ganz wichtige ist. Und so bin ich der Meinung, dass wir gerade die Arbeit in den Gemeindevertretungen, in den Stadtverordnetenversammlungen, aber auch in den Basisorganisationen, in den Vereinen nicht nur einfach wertschätzen sollten, sondern begreifen sollten, dass das ein wichtiger Bestandteil unseres Parteiaufbaus ist und dass wir dort unterstützen sollen. Und aus dieser Tatsache ergibt sich für mich auch ein Arbeitsschwerpunkt, dem ich im Landesvorstand gern mich widmen würde, und das ist die Kommunalpolitik und dabei insbesondere die Vernetzung der dort ehrenamtlich tätigen Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten. Es geht um praktische linke Politikansätze, es geht um Vernetzung, es geht um Unterstützung der Mandatsträger vor Ort, es geht gegebenenfalls auch um organisatorische Hilfestellung. Und einen zweiten Bereich der politischen Arbeit, der hat sich mir erst erschlossen, als ich im vorigen Jahr die Landesarbeitsgruppe der Europäischen Linken kennenlernte. Und angesichts der Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den Ländern Europas halte ich es gerade jetzt für sehr wichtig, dass wir nach neuen Wegen, nach neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit linker Parteien in Europa suchen. Sofort. Und ich denke, dass das Netzwerk der Europäischen Linken da einen wichtigen Beitrag leisten kann, und das würde ich gern aus einer Position im Landesvorstand heraus unterstützen. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Vorrednerinnen repräsentieren die junge Generation in unserer Partei, und ich finde das fantastisch. Ich repräsentiere die Generation 60+, und das ist auch toll, aber am allerbesten finde ich die Mischung, und ich bin überzeugt, gemeinsam können wir viel erreichen und bitte euch um euer Vertrauen. Danke.